Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Scooter Forever Box von Scooter. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Scooter Forever von Scooter. Das Ganze aus dem Jahr 2017. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich elektronische Musik. Jawohl. Wir haben hier eine weiße Box, das Ganze in Silber gehalten hier auf der Vorderseite. Wir haben hier einmal diesen Lautsprecher eingekreist, das ist das Logo von Scooter hier in Hochglanzoptik. Darüber lesen wir dann noch Scooter Forever, also den Albumtitel. Und dann haben wir hier in Gelb und Schwarz einen Sticker. Limited Deluxe Box 2 CD Set. CD 2 contains Selected Rave Classics Reworked by Scooter, Exclusive Fan Scarf plus 3 Scooter Sticker. Also, auf der CD2 haben wir dann ausgewählte Klassiker von Scooter überarbeitet. Dann haben wir noch einen Fanschall mit dabei und 3 Sticker. Das Ganze wurde ja auch mit einem Sticker gelöst. RTL 2 Logo haben wir auch noch, spannenderweise. Das Ganze kann man dann hier abnehmen. Ja, reißt jetzt hier ein, werde ich dann später in Ruhe mal abnehmen. Dann haben wir hier wieder das Logo, den Lautsprecher, auf der rechten Seite wieder der Titel Scooter Forever, von oben wieder der Lautsprecher, links der Albumtitel. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus, wir haben hier die Tracklist des Doppelalbums, der Doppel-CD, und zwar haben wir hier einmal 15 Stück auf CD1 und dann haben wir noch 10 Stück auf dieser Reworked Classics, also insgesamt 25 Tracks. Und hier unten haben wir noch die Beteiligten. Das Ganze erschienen über Contour und Sheffield Tunes. Und ein Barcode ist auch noch darunter. So, dann schauen wir mal hinein. Das Ganze ist eine Klappbox, geht hier auf. Als erstes kommt uns hier entgegen einmal der Fanschall. Dann haben wir das Album an sich. Und 1, 2, 3 Sticker. Von innen die Box in weiß. Packen wir mal zur Seite. Und dann starten wir direkt mit dem Album an sich. Es ist das 19. Album von Scooter. Das Ganze kommt hier in einem Digipack. Wir lesen auch hier wieder Scooter Forever und dann haben wir hier wieder einen Sticker. 100% Scooter 25 Years Wild and Wicked Tour 2018. Also das war die nachfolgende Tour zu diesem Album 2018. Die ging hier von Mitte bis Ende Februar in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dann haben wir nochmal einen weiteren Sticker. Hier steht wieder das, was wir auch schon auf der Box gelesen haben, über die CD2. Und hier haben wir auch wieder RTL 2 Sticker, also Logo auf dem Sticker. So, hier natürlich auch wieder die Tracklist, 15 plus 10, Barcode, alles mit dabei. Und dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen uns hier die drei Herrschaften entgegen, die Bandmitglieder, die Gruppenmitglieder, die Konstante hier in der Mitte, HB Baxter, die Herren links und rechts, die wurden ja im Laufe der Zeit schon das ein oder andere Mal ausgetauscht. Und so sieht das Ganze dann aus. Also wir haben hier links und rechts in Silber gehalten die CDs. Auch hier wieder mit diesem Scooter Logo. CD Nummer 1 hier in Silber und Weiß. Hier kommt dann auch wieder ein Mitglied der Gruppe zum Vorschein. In der Mitte haben wir dann das Booklet. Dahinter verbirgt sich HB Baxter. Und auf der rechten Seite haben wir dann diese Bonus-CD. Diese 10 Bonus-Tracks, diese Reworked Classics in Silber und Schwarz. Und auch hier dann Person Nummer 3. Gut, dann schauen wir mal ins Booklet. Tatsache, also wir haben hier, weil Scooter ja oft belächelt werden, vor allem HB Baxter bezüglich seiner Lyrics, aber man hat es sich hier nicht nehmen lassen und hat die hier abgedruckt. Also hier wirklich Wort für Wort, Track für Track wurde hier erfasst. Sehr schön. Kann man hier dann alles entsprechend nachlesen und mitsingen.
Dann hier noch in schwarz und rosa ein Gruppenfoto. Weitere Fotos und natürlich auch weitere Texte. Ja, und das zieht sich so durch. Also, auch wenn das Booklet hauptsächlich in weiß gehalten ist, ist doch jede Menge Farbe hier mit dabei. Sehr farbenfrohes Artwork. Und natürlich haben wir hier zum Abschluss auch noch die Credits. So sieht das aus. Und hier gibt es dann auch noch Social Media. Gut, das war's zum Booklet. Wir kommen zu den weiteren Inhalten. Zum einen haben wir hier drei Sticker. Einmal hier Scooter Forever, schwarz, weiß und gelb im Querformat. Dann haben wir hier Always Hardcore mit dem Scooter-Logo darunter im Hochformat in schwarz und weiß. Und dann einmal hier ein Titel, ein Song, der auf dem Album drauf ist, My Gabba, lesen wir hier. Auch wieder mit Scooter-Logo und das Ganze im rechteckigen Format, also im Querformat. So, und als letzten Boxinhalt, als letzten Boxinhalt haben wir hier noch einen Schal mit dabei. Und zwar ist dieser auf der einen Seite in Rot, Weiß und Schwarz. Hier lesen wir einmal in rot-weißer Schrift Scooter, daneben in schwarz-roter Schrift Forever. Weißer Balken hier auf der Seite, sowohl links als auch rechts. Und das Ganze schließt dann hier mit roten Fransen. Wir haben hier ein Zettelchen. Wir haben es hier zu tun mit einem Produkt der Konto Records GmbH aus Hamburg, Germany. Und das Ganze ist 100% Acryl. Und auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Also auch wieder rote Fransen. Dann hier das Logo. Dann lesen wir hier Döp, Döp, Döp. Scooter-Logo und rote Fransen. Also, das ist der Fanschall. Das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Fanschall. Dann haben wir hier die drei Sticker. Einmal im Hochformat, zweimal im Querformat. Sowie natürlich das Album im Digipack mit 15 Tracks auf der regulären CD plus 10 Bonustracks auf CD Nummer 2. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Scooter Forever von Scooter. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Scooter unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.